Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum Poolbillard mit ZackTube. Ah, hallo. Ach nee, das ist ja gar kein Pool, das ist ja Eis. Doch, das ist Pool. Ja, doch. Und dann hier musst du dann den Schläger drauf jagen. Ja, so sieht's aus. So, Probleme nach Neustart behoben. Ja, wir hoffen. Das hat sich beim Speichern aufgehangen oder sowas, ne? Hattest du gesagt, ne? Weil da stand... Das war ja in der letzten und vorletzten Aufnahme auch schon so. Also der speichert ja bei mir alle paar Minuten mal. Das ist sicherheitshalber. Und das ist schon wieder passiert. Also es ist jetzt beim Speichern hängt das sich jetzt ab und zu auf. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber wir gucken jetzt einfach mal. Komischerweise speichert das Safe Game ja trotzdem weiter. Aber jetzt funktionieren auch die Drohnen hier tadellos. Den Reaktor müssen wir weiterbauen. Haben sie noch nicht gemacht hier. Ich weiß, wo er sich aufgehängt hat, weil... Wo denn? Ich habe hier unten eine Mining Facility gebaut. Ja. Diesen Large Ore Detector habe ich hier unten reingestellt gehabt. Okay, ja. Den haben die Naniten scheinbar fertig gemacht und du weißt ja, was damals passiert ist, wo wir die ersten von den Dingern in Betrieb genommen haben, da ist erstmal gar nichts passiert. Ja, du musst danach einmal neu starten, genau. Genau, jetzt funktionieren sie, jetzt holen sie hier aus dem Getümpel hier, was ist das? Kobalt holen sie hier raus. Immer zwei Stück. So. Momentan sehe ich hier keinen. Ach doch, unten kommen Naniten, die flogen wieder nach oben. Achso, das sind die Mining-Naniten. Ja, die fliegen rot runter. Ja, die fliegen rot runter und kommen grün wieder rauf. Aber so, ich komme mal zu dir. Sie können ruhig mal ein bisschen was fertig bauen hier, finde ich. Ja. Hier, da siehst du da fliegen sie rot runter. So schräg die Runde nach und da kommen sie grün zurück. Also die holen Kobalt quasi ab. Sind aber gar nicht so wenige eigentlich. Schaut irgendwie... Außer es werden es immer nur ganz wenige, es sind aber mehr. Och, guck mal, schön hier. Aber sie bauen halt nichts. Ja, das sollten eigentlich Couchgarnituren werden, weil die werden nicht fertig gebaut. Der ist wahrscheinlich auch nicht fertig. Doch. Ah, die hatte ich selber, die interne Panzerung. Warte. Ich hab's nicht verlernt, ich kann's immer noch. Warum liege ich auf dem Rücken auf der Couch? Ich glaube, ich liege auf dem Rücken auf der Couch. Ich meine, ist auch schön. Bälde schaut so geil aus. Ich kann's nicht, ich kann kein Foto davon machen, aber das ist. Ich warte, bleib mal so. Ja. Bleib mal so. Bell am Chillen. Ja, das ist so eine schöne Mannschaftsliege, ich merk das schon. Das ist hier auch. Schau mal her. Warte. Moment, ich hing über Kopf. Sekunde, warte mal. Wie komme ich hier wieder? Ja, sieht geil aus. Moment, immer mal. Sehr geil. Oh, ein Foto von dir. Wenn du dich mal hinlegen willst und einfach mal die Welt dahin gehen lassen möchtest. So sieht's aus. Nee, du, die Couch ist auch. Ich glaube, die liegt falsch rum, die Couch. Guck mal. Ja, die liegt auf dem Rücken. Ah, das konnte ich nicht sehen beim Bauen. Ja, das ist auch schwierig. Die hier auch alle. Ja. Oder? Ja. Ja, dann sind die alle gleichmäßig falsch. Naja, egal. Das können wir ja noch umbauen. Ja, okay, dann haben wir uns aber wenigstens richtig rum hingesetzt. Also so, wie es gedacht war. Ne? So, wir können uns jetzt noch mal kurz aufs Schiff beamen. Wo, auf unser Schiff da oben? Ja, ich möchte das mal ganz kurz testen, ob das geht. Und zwar, pass auf, Heliport. Das müsste der sein. Ich port mich da jetzt einfach hin. Mal gucken. Mir fehlen auch die Animationen total. Oder siehst du das Britzeln? Nee, ich sehe es nicht Britzeln. Normalerweise siehst du das ja aber immer bei dir. Ah, jetzt bist du weg. Ja. Mhm. Jetzt bin ich im Schiff drin, okay? Okay, dann komme ich mal hinterher. Teleport, Tatsache, muss ich noch to Miner, to Earth, to ZwergTube. Ja, warte mal kurz. Helicarrier, Teleport, Pad, Teleporter-Maschinenraum. So, okay, dann habe ich den einen Porter, den flachen Porter jetzt umbenannt, damit man das auch weiß, wo es hingehen soll. Moment, ich guck mal eben. To Helicarrier.
Der Text ist nicht lang genug. Hier steht Transporter, ja. To Helicarrier P und To Helicarrier, nee, To Transporter P, To Helicarrier TR. Was ist denn, soll ich das TR nehmen? Helicarrier TR oder was? Moment, ich guck mal, was ist, wie der benannt ist. Das ist, ich benutze es einfach mal. Heli Transporter Pad Hangar. Ich mach mal Teleport hier, so fertig. Nee. Keine Animation gerade. Ich weiß nicht, aber was nee. Macht. Ich glaube, die Pads sind irgendwie ein bisschen disabled. Ah, jetzt bin ich irgendwo gelandet. Hier fährt eine Treppe aus. Ich bin zu Hause. Ja, du bist in der, im Transporterraum. Alles im klar. Maschinenraum gelandet. Super. Das muss ich nur umbenennen. Passt doch. Da wollte ich doch hin, oder nicht? Oder hätte ich auch woanders hingekommen? Mache ich nämlich Transporter-Pad-Maschinen. So. Ich gehe mal hinten in den Hangar. Ach, ein Hangar? Ja, warum nicht? Ich komm auch mal. Ich weiß nicht, wo du gerade bist, deshalb. Ich bin hinter dir her. Das sieht aber noch cool aus mit dem roten Licht dann hier, muss ich sagen. So, machen unsere Naniten denn jetzt hier wieder was? Kontrollfeld, erstmal Produktion, gucke ich mir mal. Ja, Produktion läuft in... Läuft. Ja, sehr schön. Nanit... Control Facility. Also Naniten laufen super. Ja, die machen auch. Die haben gerade nichts zu tun anscheinend irgendwie. Construction, Naniten? Die Construction machen gerade, die haben 9000 Targets, machen aber nichts, die Construction. Den wahrscheinlich, vielleicht haben sie nicht genug Ressourcen. Kann auch sein, ja. Und die Mining, ja, Mining läuft, 2 Streams. Ja, Mining, das wird jetzt immer laufen. Also 300 Meter sind ja nicht wenig per se. Mining. Ah, Construction, bisschen Components steht hier, genau. Und Mining, Maximum Targets reached, add more upgrades. Ja. Steht hier wirklich drin. Das ist ja lustig. Ich mache jetzt gerade den Reaktor, der unserem Schiff rumdümpelt, mache ich mal leer. Damit wir den abbauen können. Du hast die Fenster zugemacht hier gerade, ne? Was? Du hast hier die Hangar-Gates zugemacht, ne? Ja. Okay. Warum? Wolltest du mich von der Explosion schützen? Ja. Du kommst alleine klar mit dem Reaktor oder soll ich ihm helfen? Sonst komme ich mal hinzu. Nee, der Reaktor ist schon weg. Der ist schon fort. Und die, so wie ich das sehe, bauen die auch die unteren Reaktoren am Schiff. Aber jetzt warte mal, lass uns doch mal oben treffen. Das müsste jetzt auch fast fertig sein hier oben. Oben? Wo? Unterhalb vom Schiff. Ah, ist noch nicht fertig. Was ist denn da fertig? Kannst du mal so 100 Herstellungskomponenten mitbringen und dann auf den Asteroiden, da wo das Schiff angedockt ist, kommen? Herstellungskomponenten 100. Ich mach mal 200. Ja, okay, gut. Das sollte reichen. Wir haben ja hier oben jetzt. Hat das einen Grund, warum die Hangar-Gates zugemacht hast, oder darf ich die wieder aufmachen? Du kannst sie wieder aufmachen, weil. Wo war denn der Schalter? Das war nur freundliches Necken. Ah, okay, alles klar. Ja, nun, ich habe die Knöpfe gedrückt. Müsste doch was passieren dann, oder? Die beiden Knöpfe in der Steuerkonsole hier. Es kann auch sein, dass du die Sauerstoffknöpfe gedrückt hast. Dass jetzt Sauerstoff reinpumpt gerade. Oh, sehe ich nicht. Sagt unten rechts die Oxygen irgendwas? O2 None? Oder irgendwie Medium? O2 None. Okay, dann die andere. Naja, waren die andere Konsole, alles klar. Naja, gut, dann. Ja, gehen auf. So, okay, dann komme ich mal zu dir. Unten zur Basis. Genau, zum Eingang, da wo das Schiff angedockt hat, genau. Hallo, Bill. Aber außen, ja? Genau, hier hinten stehe ich auf dem. Da, genau. Ja. Da ist die Türe eigentlich zu unserer Basis. Genau. Und die soll ich schweißen eben noch, ja? Genau. Ich helfe dir auch. So, schon ist fertig. Ah, sehr schön. Komm mal rein. Okay. Warte. Komm mit. Da ist Platz für uns beide. Es wird kuschelig. So. Oh, das geht ja sogar. Ja, sehr schön. So, jetzt kommen wir hier runter. Ja. Wieder runter. Geht jetzt in die Untiefe hier rein. Ja gut, hier ist natürlich noch ein Sauerstoffleck, ne? Kleines. Ja. Das Problem wird sein, dass warum wir hier... Bauen die den nicht? Achso, weil die keine...
Aber ja, Reaktorkomponenten haben wir ganz viel und Motoren. Ich weiß auch nicht, warum die da so schwierig mit dem Bauen sind. Also da hätten wir genug, muss ich sagen. Das sollte eigentlich reichen, was wir da haben. Weiß ich auch nicht, warum die da so ein Problem haben. Hm. Oh, Telefon klingelt. Warte mal, ich muss mal eben ran. Okay. Hallo? Rüdi? Du, Rüdiger ist das. Ja, oh, hallo Rüdi. Na, Rüdi? Alles klar bei dir? Tja. Wie Probleme? Probleme? Wie? Versicherung? Okay. Ja, aber können wir da nicht... Ja, aber dann sag Bescheid, dann schicke ich einen Fax eben und dann... Wie kein Fax? Wie persönliche kaputt? Unterschrift? Unterschrift? Ach, das ist ein Scherz jetzt. Ach komm, das kann er nicht. Warte mal kurz, ich komme mal wieder. Das kann man nicht angehen. Was soll denn das? Ich kann doch jetzt hier nicht weg. Das geht nicht. Ich glaub ganz ehrlich, der Rüdi will, dass da... Ach komm, ich muss doch... Geht nicht Fax oder E-Mail oder irgendwas? Ja, Rüdi ist ein Weltraumhändler für Raumschiffe. Der muss doch Fax annehmen. Ja, okay. Ihr schickt ein Schiff. Das steht schon da. Ja, okay. Was, ein Schiff? Ja, dann gucken wir mal. Okay, wir schauen gleich mal. Okay, ja, danke. Tschüss. Wir haben... Das klingt ja jetzt ganz schwierig. Ja, wir haben noch dieses Tauschschiff hier unten abgegeben, ne? Ja. Rudi rief eben an und meinte, es würde da Probleme mit der Versicherung geben. Mit dem ich gerade vorhin volle Kanne gegen den Kolben gedonnert bin beim Gasgeben. Nee, mehr das andere, was wir unten abgegeben haben. Wir haben gesagt, wir tauschen es aus. Er meinte, es wäre leicht beschädigt gewesen und die Versicherung würde jeden Stress machen. Es ist ja okay, es ist ja nicht mehr ganz in Ordnung gewesen. Und naja, wir sollten jetzt was unterschreiben. Und ihr gesagt, ich kann einen Fax schicken irgendwie. Normalerweise Fax, rechtssichere Unterschrift, das funktioniert doch. Aber da schickst du eine Suchraumboje hin oder sowas in die Richtung. Sie haben keinen Fax? Nein, einer von uns muss persönlich vorbeikommen. Wir hatten 2300 keinen Fax mehr. Unfassbar. Kein Fax mehr. Er meinte auch irgendwas von veralteter Technologie und man sollte da persönlich vorbeikommen irgendwie und unterschreiben. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, doch. Der ist im 23. Jahrhundert. Die Behörden wollen immer noch Faxe haben. So sieht das aus, ja. Ja, sie hätten uns ein Schiff hier irgendwie hingestellt. Irgendwie. Und das können wir ruhig benutzen. Und da muss einer von uns eben hin und Abschlussurkunde da unterschreiben. Hat er gesagt, was es für eins ist? Vielleicht nicht, dass er wieder unseren Pott, weil dann nehmen wir nämlich den tauschen wir die wieder aus und dann fliegst du einen alten hin, ne? Er meinte nur irgendwas, wir sollten nach dem Stern Ausschau halten, aber es wäre wohl hier ganz in der Nähe. Rüdi, der ist nicht ganz dicht, ich sag's dir. Das ist der Romantiker unter den Vertragspartnern hier. Ja, ich glaube auch. Okay, also nach dem Stern Ausschau halten, dann lass dann auf zu den Sternen, oder? Auf zu den Sternen. Legen wir mal raus. Ich weiß auch nicht, wie die das immer schaffen, uns in Nacht- und Nebelaktionen irgendwelche Schiffe hier hinzustellen. Das ist unglaublich. Ja, vor allem, du hörst ja nichts, ne? Ich weiß gar nicht, wo du bist gerade. Ich bin rausgeflogen. Ach, da bist du. Oh, wo bist du denn? Wie siehst du mich eigentlich mal so schnell? Ach, da. Ja, ich komme mal zu dir. Schau mal den Stern zur Sonne. Oh, was ist das denn? Weil Verlian. Okay. Oh, das sieht ja cool aus. Was macht es? Kann man das anfassen? Also, so wie das, wenn Rüdi sagt, das ist jetzt deins, also unseres, und dann ja? Naja, einer soll es nehmen, um damit rüberzukommen, aber es sieht nicht so aus, als würde es fliegen können, oder? Es hat Triebwerke. Aber ich sehe hier keinen, also es hat ja ein total anderes Design als unseres jetzt. Das sieht mehr nach einer Raumstation aus, muss ich sagen. Ja, irgendwie schon. So ein hängendes Ding, weißt du, schon so ein Stern. Das hier. Ich habe jetzt irgendwie Angst, wenn wir da reingehen, dass die Zentralverriegelung aufgeht, weißt du? Ich weiß gar nicht, wo es reingeht. Also es hat Triebwerke, es hat auch ein Cockpit vorne. Dann wird das wohl irgendwie. Es sieht aber mehr nach einer Raumstation aus irgendwie, oder? Aber guck mal, hinten hat es ein Hangartor. Also ein Hangareingangsbereich. Ich mache gerade noch Fotos. Moment mal eben. Ich auch, wie blöde. Ah, cool. Du bist hinten drin oder wo bist du? Nee, ich bin gerade auch am Fotos machen. Ich komme gerade rein. So, jetzt und... Ich glaube, er sagte, wir sollten noch Treibstoff mitnehmen oder so.
Ich hole mal eben ein bisschen Uran, oder? Okay. Und ja, also es scheint zu, wohl, der Reaktor oben ist aus, so wie das aussieht. Oh, geht's denn da? Ich bin gleich wieder da. Ich versuche hier gerade mal eben. Aber es ist. Kryokammer. Kryokammern. Ich habe da ja sowas von keine Lust zu, da jetzt rüber zu gondeln irgendwie. Ja, vor allem, das dauert ja ewig. Das sind, er sagte irgendwas von 30 Kubikparsecs oder so, aber ich weiß nicht. Ich warte hier auf dich. Heli-Reaktor 2. Ich nehme mir mal ein bisschen was raus hier, ne? Ich habe mal irgendein Knöpfchen gedrückt. Ich nehme mir mal 40 Uran raus. Vielleicht reicht das ja. Was hast du für einen Knopf gedrückt? Weiß ich nicht. Ich versuche dich mal wiederzufinden gerade. Ja. What the heck? Was denn? Guck mal Außenperspektive an. Was denn? Ich sehe nichts. Ich bin hier alleine. Außenperspektive. Kannst du nicht irgendwie? Nee? Warte, ich komme mal hinten raus. Das ging zu. Das waren die Knöpfe, Alter. Jetzt geht's wieder auf. Wo sind die Knöpfe? Warte mal, ich will auch mal so einen Knopf drücken. Wo sind die denn? Ja, mach das mal. Die sind direkt, wenn du reinfliegst, rechts die roten Konsolen. Unten am Boden. Ach, das ist ja krass. Reinfliege rechts die roten Konsolen am Boden. Hier sind rote Lampen. Ich nehme mal die Treppe. Warte, du hast schon die Treppe genommen, ne? Oder? Nee, hier. Direkt, wenn du reinkommst, hier die unten. Ach, da. Okay. Geh mal raus. Eins ist fürs Tor hinten. Aber das ist scheinbar der Flugmodus, wenn du dann, bevor du in Warp gehst. Ja, da klappen sich die ganzen... Oh, cool, die fahren vorne auch aus. Nee, 4 ist fürs Tor, nicht 1. Ja, aber die vorne... Ach, wie geil, die vorderen Flügel fahren sich noch nach vorne aus, damit sie mehr Platz haben zum Einklappen. Das sieht ja geil aus. Also, ich sag mal, die Jungs haben da echt was drauf, ne? Ja, der Rüdi, der macht... Ich bin tot. Warum? Ich bin ans Schiff gedonnert. Ich versuch seinen toten Körper einzuholen. Der schwebt hier noch vor mir gerade. Ja, wobei zur Not baue ich nochmal einfach neue Medikamente, wollte ich gerade sagen. Neue Sachen. Ich kann ihn nicht looten. Warum? Vielleicht zu weit weg oder zu schnell? Nein, oder? Du bist doch vor mir direkt. Two friendly signals. Ja, ich bin das Zweite. Oh, jetzt ist hier dein toter Körper. Warte mal, dein, so. Das Schiff wurde vom Terminal getrennt. Was? Oh Gott. Ich bin mit dem Kopf gegen deine Buddy Location gehauen. Ich hab's nicht. Ich glaube, ich hab dir jetzt mal richtig Schwung gegeben. So, ja, ich bin da richtig angedeckt. Warum schließt sich das Schiff denn jetzt schon wieder? Vor allem jetzt. Ich glaube, wir müssen es aufmachen. Das geht immer wieder auf und zu, das Schiff. Das macht mir Angst. Nicht, dass kaputt geht. Da ist der Strom aus, weil... Deswegen. Okay, dann gucken wir euch doch mal. Ich habe jetzt ein bisschen Uran dabei. Haus mal irgendwo in den Cargo rein und oben direkt mal ein Schlückchen direkt in den Reaktor, in den großen. In den Reaktor. Wo ist er denn? Okay, er klappt sich wieder auf. Deswegen hat er keinen Strom. Die großen Solarpaneele hat Rüdi schon gleich in der Sonne geparkt. Das Schiff wurde vom Terminal getrennt. Jetzt kommt gleich wieder Saft rein, weil... Ich kann es nur in den Konnektor schmeißen eben. Warte mal, gib mir mal einen Zehner. Ich nehme mal einen Zehner raus. Ja. Ja, jetzt hat der Reaktor was. Ja, jetzt kann ich es auch in den Large Cargo Container packen. Okay. Okay, der Reaktor läuft. Batterien. Ah, die Batterien stehen auch auf Aufladen. Das ist auch ein Problem hier anscheinend. Ah, dieses Aufladen. Okay, so. Okay, weil hier geht's ja auch noch hoch. Wir wollen ja auch mal. Da oben kann man ja auch noch mal gucken. Also er ist jetzt startbereit, so wie ich das sehe, ne? Ja, er sieht startbereit aus, ja. Sauerstoffmangel habe ich hier langsam ein bisschen, aber. Ja gut, du kannst ja hier irgendwo unten, ganz unten kannst du, wenn du die Treppe ganz runterläufst, da ist eine Krankenstation, habe ich gerade gesehen. Meinst du das denn? Was war das für ein Geräusch? Weiß nicht. Hörst du das scheppern? Wie scheppern? Hm.
Hier unten sind ja... Oh, hier unten ist ja auch noch... Guck mal, ist alles in Blau. Wie schön. Ja, mit Kryokammern und hier so, habe ich gesehen. Krankenstation. Nee. Nee, da kann ich mich umziehen. Warte mal. Ach, hier ist die Krankenstation. Aber Krankenstation macht keinen Sauerstoff. Echt? Hat die keinen? Die Krankenstation macht keinen Sauerstoff. Ja, hat sie, glaube ich, noch nie gemacht. Ja, dann ist sie nicht angeschlossen. Nee, hat sie, glaube ich, noch nie gemacht, dass sie Sauerstoff doch gibt. Ja, doch, wenn du sie an Sauerstoffnetz... Also, wenn Sauerstoff vorhanden ist, dann geht das. Naja, okay. So, du bist jetzt wohin? Ah, da. Unten im Eingang. Im Eingang? Achso, ich bin jetzt hochgelaufen. Da, wo der Verbinder ist. Achso, ich bin beim Reaktor. Wo ist denn das Cockpit hier? Ja, du musst unten über die Tür dann noch rein, glaube ich. Okay. Ich warte hier einfach an der Tür auf dich. Ja, bin bei dir. Okay. Ah, oh, oh, ey. Das war ich nicht. Ja, das war ich nicht. Was? Ja. Das ist diese Sensorsteuerung, dass die Tür hinter einem zugeht. Ah, hier ist Sauerstoff hier drin. Ja, hier überlebst du. Quasi. Ja, so Sitze, schön. Wer ja baut die denn an der Seite an? Guck mal, ist abgefahren. Ja, naja. Ja, kannst das Schiff auch in, ich glaube, das ist egal, wie du den drehst, der, weil der irgendwie immer gleich aussieht. Ja, ne? Wahrscheinlich. Ja, aber netter Ausblick. Ja, jetzt, dann steuer doch mal das Schiff noch mal rüber zu unserem Schiff. Ja, versuche ich mal eben. Ich schaue mir das von außen mal an. War mal zu. Ah, ne, das ist das Tor. Was macht das? 9. Ah, jetzt klappt es zu, glaube ich. Ah, okay. Ja, jetzt klappt es zu. Ich gehe mal in den Flugmodus. Okay, Flugmodus, schön. Sieht ja auch cool bestimmt aus. Es schaut auch cool aus, wenn sich links diese und rechts diese Teile vorschieben. Hangar Gate, Jump Drive hat's auch. Ja gut, anders kommst du ja gar nicht zum Rüdi, ne? Du brauchst ja einen starken Jump Drive. Wahrscheinlich wird das Ding hier voll überdimensioniert sein. Und der Rüdi hat sich gedacht, damit er schnell geht, bevor er die Rechnung zahlen muss. Ja. Stellt er uns mal ein volles krasse Schiff hin. Ach, Schande, da hat er überall Batterien, das Ding. Oh, es wackelt aber ganz schön, wenn man damit fliegt hier. Weil ich würde das fast schon. Wow, 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 wow. Kann man das locken? Siehst du das? Ich glaube nicht, dass. Ja, ich sehe, das wabert so ein bisschen, aber jetzt gib mal Gas nach vorne. Stabilisiert sich ein bisschen, ne, im Flug. Ja. Wow, 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 wow. Ja, aber Seiten links und rechts ist schwierig. Das dampft alles, siehst du das? Ja, das sind die. Es brennt nicht die Triebwerke. Also die Triebwerke brennen nicht das Ding weg, aber es wird sehr, sehr heiß an der Ecke, ja. Es geht nichts kaputt, aber es schaut nur dramatisch aus in dem Moment. Okay, krass. Wo ist denn jetzt unser Schiff? Ich muss einmal drumherum hier. Links, ne? Rum, ja. Gas und links am besten. Und drehen nach links. Da kommt's dann. Weil dann springe ich da nämlich aus der Leitung quasi. Boah, sieht schwierig aus. Ja, aber es geht. Also es hält tatsächlich, was es verspricht. Aber es muss auch ein bisschen wackeln, ansonsten reißen sie die Gimbals ab quasi. Es wackelt aber extrem, ey. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn du damit einen Warp gehst. Okay, da kommen wir jetzt dem Schiff näher. Da musst du jetzt quasi schon in wilde Verharrung gehen. Okay, ich steig mal aus. Ja, ich bremse. Er bremst gerade ab. Okay, du wirst jetzt. Ah, oh, das schaut so cool aus. Aber es sieht sehr wackelig aus. Ich fliege aus der Ego-Perspektive. Glaub mir, da hast du weniger Angst, dass was explodiert. Ah, das. Ich glaube, das ist ganz cool jetzt. Dann fliege ich nämlich. Ich versuche mal neben unser Schiff zu parken, eben, was? Okay. Dann springe ich jetzt hier raus, weil, okay? Ja, abgebremst, wir stehen wieder. Okay. Ja, du kannst noch ein bisschen näher ran düsen, wenn du möchtest. So. Machen wir hinten das Tor auf.
Ich wollte jetzt nicht mit den beiden Schiffen miteinander kollidieren, weil... Oh Gott, du machst es größer gerade. Jetzt müsst du wieder kleiner sein. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh Gott, es tut mir so leid. Okay, Well. Ja. Mach mal hinten das Hangar-Tor wieder zu. Ich kann es von hier... Ach doch, ich kann es auch machen. Ich mach schon. Bist du raus? Okay. Ich flieg jetzt raus, bin draußen. Ah ja, jetzt sehe ich dich. Du hast... So, okay. Näher ran traue ich mir nicht. Nee, passt schon. Ist fast so groß wie unser Schiff, ne? Ja. Also, Rüdi wirbt ja auch mit dem Slogan, ja, bring dein Schiff, kriegst ein gleichwertiges auch mitgeschickt. Ich mach's nochmal auf. Ja. Ausgetappt. Also, es wirkt nah dran, ist aber noch sehr weit weg. Ja. Also, das Schiff ist eigentlich noch sehr weit weg. Also, du hast da wirklich, da würde nochmal unser Schiff quer dazwischen passen. Aber es sieht schon cool aus mit dem... Sehr interessant, ja. Als Stern, sehr so. Muss ich sagen. Sehr schick. Mhm. Cool gemacht. Die lassen immer wieder was einfallen, die Jungs. Ja, ist die beste Werkstatt diesseits der Milchstraße. Also muss man wirklich sagen. So sieht's jetzt aus. Die Frage ist, du musst ja jetzt... hast du die Koordinaten von Rüdi auch bekommen? Er sagte Richtung Sonne. Es ist so wieder dieses Präzise irgendwie. Rüdi... Ja, ich denke mal, er wird irgendwo das Schiff schon im Autopilot nach seinen Koordinaten eingestellt haben, denke ich mal. Ich denke, du musst da noch irgendwo auf Warp gehen und dann... Ich werde hier gleich mal durch die Gegend jumpen. Ich habe noch Materialien, die würde ich dir mal ganz gerne eben geben. Mhm. Ach, was hast du Material? Ja, ich habe noch was im Inventar. Ja, aber dann nimm's doch mit für Reparaturen, falls du irgendwie... Weißt doch, wie es mit Rüdis Schiffen ist, dann fällt mal der Reaktor aus und sowas. Ja, Stahlplatte, Träger, interne Panzerung, ein bisschen Herstellungskomponente. Ja, das reicht, um den Reaktor zur Not zusammenzuschrauben. Mach mich wieder rein hier. So, Tür wieder zu. Ich bin jetzt so gespannt auf den Warp. Wenn dieses Schiff in Warp geht, wahrscheinlich sehen wir nur noch einen Leuchtstreifen am Horizont. Wahrscheinlich. So, ich werde da hinten... Aber ich nehme erst Anlauf für Warp, oder? Ich werde da hinten mal diesen Stern anpeilen. Machen wir. Wenn du explodierst, die Oberseite unseres Schiffs ist gepanzert. Okay, Well. So habe ich das auch noch nie gesehen. Guck mal, da treibt ein Asteroid vor der Sonne. Siehst du den Schatten, der da wirft? Ja. Ist ja lustig. Schaut auch gut aus, ne? Ja. So, du hältst dann hier die Stellung. Ich fliege dann dahin, unterschreibe und ich versuche so schnell wie es irgendwie geht zurückzukommen. Ja, das wird aber wahrscheinlich ein bisschen dauern. Ich glaube, ich bin ja ein paar Tage oder Wochen unterwegs. Ja, ich denke mal ein paar Wochen. Der Rüdi hat ja seinen neuen Sitz am anderen Ende aufgemacht. Ja. Hinter dem Restaurant am Ende des Universums, habe ich gehört. Hinter Milli Ways. So. Aber okay. Die Mülltonnen, sagt er immer. War mir eine Ehre, Zwerg. Ja, mir auch. Bleib tapfer und pass immer auf deinen Kolben auf. Dass ich mir anstoße, meinst du? Ja, genau. Nie den Kolben stoßen, das ist keine gute Idee. Ah. So, mir auch. Ich wünsche eine gute Reise. Ja, ich habe mich peilt jetzt mal genau diesen Stern da an. Okay. Ich bin so gespannt, wenn du auf Warp gehst. Das schaut jetzt schon so gefährlich aus. Ich gehe auf die Brücke, auf unsere Brücke gehe ich nochmal schnell nach vorne, damit ich dich vom entferntesten Punkt mitverfolgen kann. Ja. Okay. Okay, dann 3, 2, 1, Warp. Möchten Sie wirklich? Okay, möchte ich. Zwerg, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Mach's gut, Well. Hau rein. Ich will das noch. Ich verfolge dich noch. Ich wink dir noch mit dem Taschentuch. Jo. Tschüss. Ich stehe hier unten und winke. Ja, ich winke auch. Gib Gas. Wow, er lädt auf. Wir warpen. Und tschüss, Well! Tschüss! So, dann geht er dahin, der Zwerg. Schade, war eine schöne Zeit mit ihm. Ja, ich guck da mal weiter, wie ich so Rüdi komme und dann sehen wir uns später woanders wieder. Macht's gut, tschüss! Hallo, ihr habt euch sicher schon über diese sehr merkwürdige Folge gewundert.
das ist für mich erst einmal das Ende von Space Engineers. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich hab also so richtig, also mir hat es immer gefallen, aber richtig warm geworden bin ich mit dem Spiel, glaube ich, in den ganzen 180 Folgen nicht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, auch in den letzten Monaten, ich drehe mich irgendwie im Kreis. Zwerg macht Großbauprojekte, ich baue irgendwie tagelang an einem kleinen Schiff und fahre es danach zu Schrott. Und dieser Kreislauf hat sich dann wiederholt. Es ist halt so. Das hat man mir irgendwie auch angemerkt. Die letzten zwei Monate ging es mir wirklich so, dass ich dann schon dachte von wegen, ach nee, jetzt Space Engineer ist so. Und dann kam mal was Lustiges. Ich war dann 15 Minuten mit Zwerg im Discord und der macht so eine gute Laune. Und am Ende des Abends habe ich mir dann immer gesagt von wegen, Mensch, das war ein lustiger Abend irgendwie, ne? Hat ja Spaß gemacht. So, und nächsten Montag hatte ich dann dasselbe Problem. Und deshalb habe ich mich jetzt dafür erstmal entschlossen, mit Space Engineers aufzuhören. Und es stimmt hier mit Belichtung nicht. Ist ja ganz schlimm hier. Und der Zwerg wird das noch weiterspielen. Wir werden aber, weil wir Spaß haben, zusammenzuspielen, wir werden in den nächsten Monaten ein anderes Projekt anfangen. Welches verrate ich jetzt noch nicht. Wir haben da ein Spiel im Auge. Müssen wir vielleicht gucken, ob das gut ist, ob das Sinn macht. Wir werden überlegen, ob wir da vielleicht einen Community-Server einrichten, dann irgendwie vielleicht gemeinsam was, aber das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt. Wir peilen da März, April ungefähr an. Nur so als grobe Größenordnung erstmal, weil bei dem Spiel bis dahin noch ein paar wichtige Updates kommen sollen. Und also wir möchten auf jeden Fall weiter was zusammen machen. Aber vielleicht möchte ich mal was anderes haben als ein Weltraumspiel. Also jetzt wahrscheinlich auch kein Wechsel zu Imperion, weil beide begleiten mich jetzt schon, ich glaube seit 3 Jahren oder sowas, immer im Wechsel. Und beide sind durchaus vergleichbar. Und naja, mal gucken. Jedenfalls tut mir das natürlich leid für euch, die viel Spaß an Space Engineers hatten. Wie gesagt, es hat sich für mich wiederholt irgendwie. Ich war meistens oder häufig Montag nicht sonderlich motiviert und habe dann aber festgestellt, dass während der Aufnahme, dass es mir eben doch Spaß machte, aber es hat sich halt immer wiederholt. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass man dann vielleicht sagt, okay, ich mache da mal eine Pause irgendwie. Und aber wie gesagt, wir werden zusammen weiter was machen. Ich wollte euch nur darüber informieren und wir haben uns dann eben für dieses Ende entschieden. So, ihr könnt das gerne bei Zwerg weiter auf dem Kanal gucken. Also der wird das auf jeden Fall noch weitermachen. Und ich gucke da bestimmt auch mal rein. Mich interessiert das auch, was er so treibt. Ohne mich bin ich mal gespannt. Okay, ich wünsche euch was. Und wie gesagt, wir halten euch informiert. Wäre schön, euch dann dabei zu haben. Es wird vermutlich etwas ohne Weltraum sein. Okay, macht's gut. Tschüss.